Und wir gehen gleich in die nächste Aufnahme und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von YouTubers Live. Wir müssen noch ein bisschen was aufnehmen. Ich hoffe, der versteht das. Platz 2 ist belegt, also mache ich hier noch nichts. Okay, dann weiß ich auch nicht. Ja. So, er arbeitet, er hat ja einen Auftrag. Er hat gerade nichts zu tun. Aber ihm kann ich ja auch nicht sagen, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, hier, ne, das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt hier nichts Neues machen. Ich würde ja jetzt gerne Platz 3 machen, aber das geht nicht, ne? Alles klar. Dann müssen wir mal eben ganz kurz gucken in die Videoliste. Wir können aber nicht erkennen, wer das gemacht hat, ne? Also ich muss mir das aufschreiben. Wenn ich da wirklich so eine Reihe machen will, dann muss ich mir das aufschreiben. Das geht gar nicht anders. Ich kann mir das nicht merken. Ich weiß nicht, Art of diese ganzen Spiele hier bei Irish, da hatte ich doch irgendjemand, oder ne, Flamboyant Software, hatte ich jemanden drauf angesetzt, ne? Nee, das geht nicht. Also ich muss mir das echt notieren. Das tut mir leid. Hier fliegt schon wieder irgendwas. Ich habe hier noch irgendwo eine Mücke. Ich weiß auch nicht, wo die reinkommen, ehrlich. Das ist die, ich hasse es. Du bist hier am Aufnehmen, auch gestern Abend, ne? Da habe ich dann dem lieben Keen zugeguckt, den ich an der Stelle schön grüße bei Planet Zoo. Und war selber noch am Raften und da flog hier plötzlich so ein fettes Ding an mir vorbei. Aber du kannst ja nicht einfach die Tastatur loslassen. Das geht doch nicht. Verstehst du? Geht doch nicht. Was könnten wir denn mal twittern? Wir machen wieder Twitter-Bingo, ja? Ich guck nicht hin. So. Einmal raushauen den Scheiß hier. Ist wieder ziemlich gemischt. Aber so habe ich wenigstens getwittert. Wir moderieren, wir bewerben. Er ist fertig. Kulti-Military Gameplay. Hochladen. So. Dann kann er doch jetzt ein Video aufnehmen. Kulti Military, noch ein Gameplay. Da er auf 2. Zack. Du machst mal weiter. Wir brauchen ein bisschen Content, deswegen. Ah ne, warte, warte, warte. Wir müssen ja Aufträge erledigen. Das ist das. Ein Spiel dran. Ein Walkthrough. Boah, Leute, das ist so anstrengend. Ne? Wo laufe ich eigentlich schon wieder rum? Walkthrough. Für ein Walkthrough brauchst du zweimal Gameplay. Ja, das wäre wirklich schön, wenn du den Mitarbeitern ihren Computer zuordnen kannst, dass diese Frage gar nicht mehr gestellt wird. Dieses ganze Einstellen, ich weiß nicht, was das bringt, außer Unterbrechung. Also ich habe klar nicht erkannt, dass das irgendwas Sinnvolles sein muss. Dann gehen wir mal eben was essen. Und moderieren mal. Jetzt schönen Hotdog. Schön, der hat Würstchen in den Mund. Zack. Was? Das hört sich auch irgendwie wieder falsch an, oder? Naja, egal. Ja, ja, das wird auch nichts. Ja, Aufträge annehmen. Ich weiß nicht. Das ist also viel. Nichts funktioniert. Die Kommunikation ist... Also das Spiel hat echt Potenzial, macht viel Freude, aber es muss an vielen Stellen, könnte man es echt besser machen. Muss ich wirklich sagen. Ja, die alte Schlampe und schlecht Design aufgenommen und performt. Nimmst du dir auch deine Vorbereitung Zeit? Nein, das mache ich nie. Auf gar keinen Fall. Warum soll ich das machen? Hallo? Wo ist meine Frau? Ja, wenn die nie hier ist, kann ich auch nie wieder mit ihr machen. Schatz. So, Kulti Military Gameplay.
Also hier sollen wir ein Review machen. Occulti Militari Review. Wer hat denn gerade Zeit? Video aufnehmen. Occulti Militari. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht geht. Gut, wir rendern mal eben das Video, dann müsste es ja fertig sein. Also ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Wie macht man es am sinnvollsten? Platziere 4 Jobs. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Schatz, lass uns mal über eine Yacht reden und lass uns mal ein Geschenk geben und lass uns mal leidenschaftlich küssen. So, ist das denn jetzt fertig? Weil jetzt ist ja veröffentlicht, ne? Aber für ein Review sollte man eine Preview machen, ein bisschen Gameplay. So richtig verstehe ich das noch nicht, ehrlich nicht. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Ach Mann, Leute. Nee, ich habe keine Zeit für so einen Mist wie Kino. Also die kommen immer auf Ideen. Ja, wie soll ich denn der erfolgreichste YouTuber werden, wenn ich ständig nur feiere? Ihr müsst arbeiten! Mehr arbeiten! Was? Ich frage, du antwortest. Hat auch nicht geklappt. So, hier, bewerb mal. Gilt das als Twitter? Also sowas darf natürlich auch nicht passieren. Ist klar. Nee, sowas darf auch nicht passieren. Das macht er auch nicht. Es sind ja genug Leute eigentlich da, ne? Ja, der Speedrun, den kannst du knicken, das wird nichts. Hier wird gar nichts. Ich habe überhaupt keine Übersicht. Weil ich auch diese Namen alle nicht im Kopf behalte, ne? Schweinekopf-Mogul. Und wie sie alle heißen, diese ganzen Namen, die sind doch, das ist, da wisst ihr auch, das geht doch nicht. Ja, das mit den Jobs, ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Platziere 4 Jobs. Was willst du von mir? Zendi Godzilla bloß. Nimm mal ein Video auf. Das macht mich fertig. Komm. Ja, ein Speedrun schaffen wir nicht. Das ist mir... Guck mal, wir haben schon den 17. November und wir haben noch nichts. Ich weiß aber nicht, was die von mir wollen. Ich kann es eigentlich nicht... Ich verstehe das nicht. Da steht doch nichts an Infos hinter. Das ist doch scheiße. Mann. Ich hasse solche Spiele. Ist das denn so schwer, sowas zu entwickeln? Um mal zu sagen, hey, du musst das und das und das machen. Ich meine, so schwer kann das doch nicht sein, oder? Nein, ich helfe nicht bei Videos. Haut ab. Ich muss mich um 1000 Sachen kümmern. Ups, Entschuldigung. Was? So, Occulti Militari Review. Video aufnehmen. Ja, ich kann nichts machen hier. Das ist,
Weil ich kick den dann wieder raus. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht machen darf. Das darf nicht gleichzeitig laufen. Befürchte ich. Hm. Hm. Komm, wir moderieren gleich. Bewerben das mal. Ja, keine Ahnung. Nee, komm, kein Event. Speedrun. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Vor allem, weil ich auch diese Zeichen immer nicht im Kopf habe, weißt du? Das kann ich mir auch nicht merken, weil das ist für mich so, ich gucke mir die an und denke mir so, ja. Ich habe aber doch, jetzt helft mir, ich habe bei dem Spiel mittlerweile das Gefühl, dass ich komplett plemplem bin. Ich hab doch. Occulti Militari. Da sollten wir doch ein Review zu machen, oder nicht? Review. Occulti mit 903.008. Es liegt nur an den Aufrufen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es gibt wirklich Leute, die mich um 19.30 Uhr anrufen. Also manche haben echt einen an der Schraube. Wie steht ihr eigentlich dazu, so um solche Uhrzeiten immer noch genervt zu werden von irgendwelchen Menschen, die irgendwas wollen? Weil wichtig kann es nicht sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ja. Keine Ahnung, wer das ist. Jetzt ruft er auch noch zu Hause an. Also ist extrem nervig. Ich verstehe aber auch nicht, warum die Leute nicht kapieren, wenn man auf dem einen hin oder auf dem einen Weg nicht erreichbar ist. Warum muss man alle Dinger durchtelefonieren? Und mich würde nicht wundern, wenn ihr jetzt noch 6-mal anruft. Ich glaube, ich weiß, wer eben die Nummer gehört. Also manchen Menschen sollte man die Kommunikation aus der Hand nehmen, ehrlich. Also sowas Blödes. Wie mache ich das denn, wenn ich das Büro umgebaut habe und dann hier fest stationiertes Telefon wieder ist? Das wird aber blöd. So. Bewerben. Und moderieren. Wo ist denn meine Frau? Die kommt hier gar nicht mehr hin, ne? Platziere 4 Jobs. Also sowas ist das. Müssen wir jetzt 2 haben. Haben wir noch Jobs? Ne, wir haben ja nichts. Wie viel musste Occulti haben? So, Moderationsstrafe, warum? Isaac, natürlich. Man kann man die nicht wegtöten irgendwie. Die ist doch kacke, die Frau. So, was ist mit dem Walkthrough? Sandy Godzilla Plus Walkthrough. Ist da irgendjemand dran? Ist das nicht der Walkthrough? Komm, du hast gerade nichts zu tun, du stehst da. Können wir mal schnell noch ein Gameplay davon? Das Walkthrough ist noch gar nicht raus, ne? Ist echt anstrengend. Also für mich ist sowas anstrengend. Muss ich sagen. Das alles so im Kopf zu behalten und die Spielenamen und wer hat was und überhaupt mit wem und boah. Gut. So. Ja, du musst warten. Du hast überhaupt keinen Auftrag. Du musst auf gar nichts warten. Ja? Will ich nur mal gesagt haben. Also wir machen die Millionengrenze. Das ist schon mal ganz gut. Ist ein neuer Auftrag da? Jawohl.
Und zwar ein Review. Alles klar, dann fangen wir damit an. Dann warten wir mal, bis das Spiel kommt. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Öffnen. Und wer hat denn gerade Zeit, du? Video aufnehmen. Wir sollen ein Review machen, also fängst du mit dem Preview an. Und dafür nimmst du nicht Rechner 4, sondern deinen Rechner 2. Und los. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Aru reden und dann lass uns ein bisschen küssen. So. Nicht, dass mich das aufgeilt oder so. Nee, nee. Ja, komm, gehen wir Party machen. Was soll ich auch sonst machen, ne? Und während ich mich hier schön vorbereite und Richtung Party gehe, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge von YouTubers Live oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Und wenn euch meine wieder mal nötigen Folge gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.